Ich bin halt Douchebag the Jew. Ich kann das nicht spielen, Bruder. Die vergreifen sich an meinem Kinderarsch. Julia, die Aliens führen übergroßen weißen Dildo in meinen Kinderarsch ein. Wow. Ich muss meinen Schließmuskel verkrampfen. Nazi-Embryoiden, die Hitlergrüße machen. Okay, ich werde den Bischof erstmal kastrieren. Nee, ich fick den Bischof tot. The girls are ready to see you. Oh, Arschscheiße, ich habe meine Mädchenuniform verkauft. Wird mir das jetzt zum Verhängnis? See, right here it says that five women were at the clinic that day. Das ist übel geiler Content, ich küsse der. Aber ein Streamer ist immer nur so geil wie sein Chat. Und jetzt gebt mir eure Subs. The evidence is irrefutable. Thanks, Nuki. Du musst auch noch mal, Karin. Prime-Abos verlängern nicht automatisch. Two-faced butt rag. Fuck Heidi Turner in her fucking two-faced ass. But Heidi's really sorry, so we're deciding to forgive her. I love you guys so much. We love you too, Heidi. Yay! Yay! Well, new kid, so you have our services. Tell the boys. Du machst immer guten Content dank uns. Ja, actually, we rap. Oh, wir haben die geile Wendy jetzt in unserer Facebook-Freundesliste. Abfahrt. Das habe ich aus der Sicht von dem minderjährigen Charakter hier gesagt. Nicht der IRL Mike hat das gesagt. Oh mein Gott, jetzt macht das erst alles Sinn. Die Mädchenhauptzentrale ist hier drin. Oh mein Gott, wir haben das Geheimnis gelüftet, Digga. Hä? Aber wo sind denn die Scheißhäuser? Mädchen kacken nicht. Und wie die scheißen. Das Geheimnis, das ist, tut mir leid, dass ich euch das sagen muss, aber Mädchen scheißen und das ist wirklich nicht schön. Das ist richtig nice, wenn man damit aufwächst und du das 11 Jahre später spielst, richtig enjoyable. Ja, ich habe das schon gesagt, Bro. Leider sind so Singleplayer-Games immer an mir vorbeigegangen. Ich war immer nur so der Typ, ich habe immer nur so League of Legends gespielt oder Call of Duty oder fucking Battlefield Play for Free, auch wenn ich in jedem Game trotzdem scheiße bin. Aber ich war nie so der Arzt, ich habe nie Singleplayer-Games gespielt und sowas ist sehr enjoyable, gerade mit dem Stream. Ich glaube, alleine würde ich das nicht zocken, so, aber mit Stream finde ich sehr geil. Everyone listen up! Eigentlich, wenn ich das Spiel durchgespielt habe, ohne gebannt zu werden, schuldet ihr mir 50 Subs. Ist das jetzt das Ende? Nein, ehrlich. Ist das der Final Fight? Freunde, jetzt setzen wir uns nochmal gerade hin. Ich werde auf jeden Fall vor dem Final Fight nochmal abpissen. Wir haben zusammen geweint. Wir haben zusammen gelacht. Ich brauche einen 07 in den Chat. Wir werden Hand in Hand diese finale Schlacht bestreiten, Chat. Naja, er heißt Kevin. Scheiße, dummer Kevin. Du bist so dumm, Kevin. Ja, Kevin. Ich brauche einen 07, Spam. Prepare. Für euch. Für uns. Rein da. Oh scheiße, die schlagen Wendy zusammen. Bevor wir die notgeile Wendy retten, werde ich ganz kurz meinen Penis entleeren. Bis gleich. Digga, hier ist ja richtig was los. Scheiße, Digga, kann ich den Tod fingern? So, das ist unsere Freundin. Okay, jetzt muss ich hier wieder überlegen, wa? Das war falsch. Wahrscheinlich meine neue Fähigkeit, wenn mich nicht alles täuscht. Nagasaki. Ah. Du sollst die heilen? Nö. Ich habe einfach den Eingang aufgekackt. Boah, jetzt muss ich natürlich erstmal wieder überlegen, ne? Rechts ist eine Sonde. Ah, ist smart. Digga, ich sehe die immer nicht. Das ist so weird. Ich schwöre, ich sehe die immer nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich viel so mit diesen Fähigkeiten arbeiten. Scheiße, haben die mich als erstes geschlagen. Da macht die Augen auf. Wir machen den Dreindel. Der müsste jetzt eigentlich relativ stark sein, Bro. 1 von 3 geblockt. Gut gemacht. Mann. Ey, Digga, ich habe einfach die Reflexe, diese Angriffspattern von denen. Ich bin da nicht in der Lage zu, weil die Angriffe auch so verschieden sind. Ich kann das einfach nicht, okay? Dafür sehe ich gut aus und greife unglaublich gut an. So, was wollt ihr von mir? Überleg gerade, wie ich das mache, weil die werden mich ja höchstwahrscheinlich... werden mich ja die ganze Zeit angreifen, wenn ich hier Nagasaki mache. Muss ich... Ich muss wahrscheinlich warten, bis der Angriff durch ist. Und dann... Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Ah, okay, der eine ist schon mal verstorben. Komm, wir machen Plage. Boah, das ist so eine geile Attacke, Bro. Vor allem, die bufft uns halt auch noch, ne? Das ist halt überdope. Und jetzt kann Cartman den Kindern ins Gesicht scheißen. Und dann schallert's richtig. Gut, dass ich so fingerfertig bin.
Perfekt gemacht mal wieder von mir. Was ist ein Judapacker? Was ist eine Judapacab? Was ist eine Judapacab? Was ist eine Judapacabra-Klaue? Was ist hier? Da ist doch was. Ah, guck mal, wie smart. Geil. Ich wusste, ich bin nicht minder bemittelt. Koks ist immer die Lösung in-game. Warum ist die Ratte hier tot? Only a Paladin can help you here, Douchebag. Paladin? Was heißt das? Brauche ich einen anderen Begleiter dafür? Ah, dafür brauche ich Butters, um diesen Kleinwüchsigen zu heilen. Guck mal, so gut kann ich schon kombinieren. Game ist fast vorbei und endlich verstehe ich, wie es hier funktioniert. Oder? Bist du stolz auf mich, Hydro? Arschgeile Nummer. Boah, wir haben mittlerweile wirklich auch OP einen Scheiß, ne? Muss man mal sagen. Okay, den Eingang habe ich jetzt free gemacht. Es war, glaube ich, dumm, dass wir da längst gegangen sind. Wait, bin ich jetzt dumm? Du musst wieder rein. Ehrlich? Ah. Dazugelernt. Hat es jetzt einen Sinn gehabt, dass ich da unten längs gerannt bin, wie ein Vollidiot? Digga, das macht so Spaß. Ich benutze nur die Attacke. So, du übergewichtiges, fettes Kind. Für die Horde. Ich sag doch, das ist WoW. Ey, ich bewege so kacke im Blocken. Das kannst du wirklich keinem erzählen. Ich habe jetzt mal Bock, meinen Katana auf ihn zu nutzen. Digga, holy shit. Holy shit. Ey, ich mach wirklich Damage, Bro. Ja, wir wechseln auf jeden Fall den Begleiter. Ich schwöre, Butters ist ein Scheißbegleiter. Ihr hättet recht, Carmen ist viel geiler hier. Komm, Fettarsch, Abfahrt. Okay, jetzt haben wir Nazi-Katzen und Nazi-Zombies und einen Nazi-Pädophilen. Wow, das ist extrem viel Nazi-Scheiß. Digga, theoretisch, ich versuche jetzt was. Theoretisch kann ich doch einen Tempotrank nehmen und mache jetzt einfach dreimal, beziehungsweise zweimal mein Beyblade. Das ist doch über-OP. Guckt euch das an. Jetzt mache ich so, auf die, Abfahrt. Aber auf die Parteitrank. Arschgeile Nummer, das heißt, kann er jetzt nochmal angreifen. Oder ich mach nochmal ihn hier. Einfach auf lustig, um zu gucken, was passiert. Scheiße! Autsch! Ach du Liebe! Autsch! Oh, Digga, das schallert halt auf einem anderen Level, ne? Dann können wir so und so. Jetzt macht's erstmal wieder richtig Sinn. Bro, deine Lernkurve geht in den negativen Bereich. Nein, ich hab das doch gemacht. Ich überleg doch. Hat doch geklappt, verfick nochmal. Ich bin mittlerweile so OP. Ey, Ike muss auch für Zeug. Ich hasse Babygeheule. Ich schwöre, es gibt nichts Schlimmeres. Digga, ich schwöre, das Babygeheule nervt so krass. Ich hab keine Kraft mehr, ehrlich. POV, Bruder, du sitzt im scheiß Zug von der Deutschen Bahn. Bitte, Ike, halt deine Fresse, Bruder. Halt bitte deine Fresse. Du gehst mir so auf den Sack, Mann. Was macht die Attacke? Cartman aktiviert seinen V-Chip und schleudert einen Sturm der Elektrizität gegen ein einzelnes Ziel. Was ist ein V-Chip? Hat das was mit Krypto zu tun? Bro, what the fuck, du rassistisch, dieses Arschloch. Holy shit, Digga. Rein hier. The Dark Lord's chief assassin, and you will all perish here and now. Douchebag, I'm stuck. Can you get me in? My three Nazi cow minions will take care of you. Mann, Digga, wie kriegen die auf diesen fetten Turm Nazi-Kühe? Die wiegen 5 Tonnen. Oh, was macht das Arschloch da? Hallo? I should have started this sweet. Mann, du Wichser. Digga, dieses Spiel wastet so viel Zeit. Oh, ich hab ihn zu spät befreit, oder? Respect my kingly authority. Boah, Digga, die Kühe haben wir komplett weggedonnert. Holy shit. Digga, what the fuck? Shut up, penises, cock, bastard, foreskin, shit, bullcrap, lame-o, whore, sandy the git, elephant walking asshole tickler. This shall be a day for all to remember. Ist das legit der letzte Fight jetzt, Digga? Dad, what the hell are you doing here? Oh, it's my favorite kid. Oh, nein. Listen, was macht der Wichser da? Ich weiß schon, dass Zabix gleich überfordert sein wird. Oh nee, ihr dürft mich aber nicht im Stich lassen. Ihr müsst mir helfen. You boys don't understand. They've put the snook here. Who did? Whoever these people are claiming to be Taco Bell. We should have known. We should have known Taco Bell is far too compassionate and caring to be so secretive. The quality of their character, like the quality of their food, should have never come into question. Dad, where is the woman with the snook? They didn't put it in a Digga, wie er aussieht, das Arschloch.
Mr. Sklave! Der geile Lustmolch! And then I remember thinking, well, this is fun, but wait, is that a thermonuclear device? Nein, ist die Bombe in Mr. Slaves Arschloch drin? Oh Mann. Ey, bitte sag mir nicht, ich muss die scheiß Bombe aus seinem Arschloch rauswühlen, Digga, wie ein kleiner Hamster. Da hab ich keinen Bock drauf. Ey, Mr. Slave hätte sich wenigstens den Arsch rasieren können. Digga, bitte nicht noch eine anale Abtreibung. Ich kann nicht noch mal irgendwas abtreiben, Bruder. Nein. Ich muss halt legit wie eine Wühlmaus in sein Arschloch reinkriechen, ne? There's got to be someone. Seems like it'd be easy to find someone who could get. Oh, look, he's all small. Das ist halt seine pulsierende Arschfresse, ne? Ey, komm, es nützt nichts, rein. Wow, this kid is just full of surprises. Quick, get up there and disarm the snook. Der sieht nicht rasiert. Legit, in mein Arschloch könnte der halt nicht reinkriechen ohne eine Kettensäge, ne? Da ist so viel Unkraut und Verwucherung in meiner Analgrotte. Was meint ihr, was in dem Arschloch schon abging? Okay, er hat seine Rosette zusammengezogen. Wir sind tief in seinem Arschloch drin. Ist das hier eine Zyste, Bro? Warum hat er einen Zauberfrosch in seinem Arsch? The way behind you is blocked by the large sphincter. Make haste to the large intestine. All will be made clear to you then. Wow, der ziemlich gedehntes Arschloch. Was ist das? Ist das alte Wichse? Weil der ist ja homosexuell und hat wahrscheinlich Analverkehr ungeschützt. War das Wichse? Da ist die Bombe. Wow, sein ganzer Arsch ist voller... Bruder, wie kommt die Wichse bis in den Zwölffingerdarm? Der muss ja von oben bis unten vollgesperrt worden sein. Digga, der hat ein Kondom in seinem Arsch. Es wurde in seinem Arsch auch ein Kondom vergessen. Und ein Maiskolben. Digga, der hat halt... Guckt euch das an, wie tief dieser Kolben Mais in dem Arschloch von Mr. Sklave steckt. Maybe someone with some water can help. Dude, are we really gonna go up slaves out? Your word is the command, my lord. It's worth a try. Sparky! Here, boy! Digga, ihr müsst euch mal vorstellen, was da Mr. Slaves Arschloch abgeht, ne? Digga, da ist ein Hund in seinem Arsch, da stecken zwei Kinder bis zum Anschlag in seinem Arsch. Das ist doch krass. Da ist ein unglaublich dicker, fetter Brocken Kacke in seinem Po. Bro, what the f... Bro, warum hat der einen ficken Taschenkasper bis zum Anschlag im Arsch? Was ist das für ein Scheiß? Mr. fucking Zylinder. Ah, jetzt Nagasaki. Bro, ohne Witz, ich bin mittlerweile so tief in seinem Po, ich müsste eigentlich aus dem Mund gleich wieder rauskommen. Er hat halt ein iPhone, ne? Er hat halt ein iPhone in seinem Arsch. Hello? Slave honey? You better not be tied up somewhere, you silly goose. Where is he? Krass, dass das noch Akku hat. Digga, das ist halt so respektlos, ne? Jetzt check ich halt auch erst, diese jüdischen Attacken machen gegen diese Nazi-Gegner schwachen Schaden. Und jetzt verstehe ich erst, warum. Das ist halt krank, ne? Das sind halt kranke Schweine, die das Spiel gemacht haben. So, wir müssen es jetzt gleich geschafft haben. Okay, jetzt überlege ich, Chat. Jetzt brauche ich mal euren Grips. Was ist jetzt? Was muss ich jetzt machen? Weil hier blinkt jetzt gerade nichts. Die Kacke hochgehen. Ah, man muss den Kackberg hochlaufen. Was ist das? Hast du die Batterien überprüft? Das ist jetzt natürlich hier... Rechts bei der Lampe? Digga, der hat so... Bro, guck mal, da oben. Da oben liegen Analkugeln. Der hat eine komplette Taschenlampe in der Arschmuschi. Guckt euch das an.
Irgendwelche bedrohten Tierarten, das ist doch der Kracher, was geht denn da ab? Der muss doch 20 Kilo extra auf den Rippen haben, einfach nur, weil er so viele Gebrauchsgegenstände zwischen seinen Arschbacken klemmert. Hier ist ein Kleinwüchsiger gestorben, in seinem Arsch. So, jetzt klettern wir hier mal den Liebesperlen hoch. Ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn man bei Revi in den Arsch reinkriechen würde, wäre da auch sowas drin. Und ich verurteile es absolut nicht. I am the Sparrow Prince. Like you. Ich hab die Lore jetzt nicht verstanden. Warum Schönen genau ist Tag. Es da drin? Chat, könnt ihr mir helfen? Oh, die sind auf jeden Fall gut tanky. Jetzt können wir mit Carmen den Vogel vollkacken. Ja, scheiß den nochmal voll. Komm, hat gut Damage gemacht. Mann, ich bin kein anales Spielzeug. Ich bin kein Buttplug, Bro. Ich bin ein Mensch. Aus Fleisch und Blut. Digga, ist das krass. Meint ihr, als die Ärzte damals die Magenspiegelung bei mir gemacht haben, wo ich aufgewacht bin, dass es da so ähnlich ablief? Glaubt ihr, es sah so ähnlich aus in meinem Anus? Da ist halt ein unglaublich fetter Dildo in seinem Po. Chat, Hilfe, ich komme nicht weiter. Nagasaki. Ah. Boah, ist das irgendwie, was meint ihr, wie das da drin nach Scheiße stinken muss, Digga? Der hatte gerade einen analen Orgasmus und das gehört ihm von Herzen. Digga, warum ist das SWAT-Team in seinem Arsch? I didn't join the company for this. We've got our orders. Yeah, but how come we always get the shit jobs? Go clean out the barracks. Go round up civilians in their homes. Go up a gay man's butthole and guard against intruders. Fucking sucks. Was ein homophobes Arschloch. Hätte er dann weniger großes Problem mit gehabt, wäre er heterosexuell oder was? You must get past them, new kid. Go fuck them up. Okay, wir ficken die jetzt in den Po rein. Boah, mittlerweile, ich bin so overpowered und es fühlt sich so unglaublich an. Ich fühle mich so mächtig. Es gibt actually einen Erfolg, wenn du Mr. Slave rufst, während du in seinem Ass bist. Geil. Ich weiß zwar nicht genau, wie das funktionieren soll, aber irgendwie macht's mich an. Hello, new kid. I am Katatafish. Katatafish of the stomach's core. The trigger of the thermonuclear device lies before you. I have tried to solve its riddle, but I have been unable to disarm it. Katatafish riddle will soon be told. There are only moments to spare. Find a way to disengage the trigger, or all will be lost. Was soll das Behindertenparkplatzzeichen? You see the handicap sign, right? You know what that means, right? Ich weiß noch nicht so richtig, was das bedeutet. Was heißt das? Jimmy. Ah! Okay, den Hinweis hätte ich verstehen müssen. Wir müssen den gehbehinderten Jimmy ausrüsten. Klar. Komm, Jimmy, mach was. Mach was Behindertes. Aha. Danke, Jimmy. Und jetzt verschwinde bitte, weil Carmen ist stärker als du. Snook Abortion Sequence initiated. Würdest du sagen, behindert ist eine Beleidigung? Oh nein, was muss ich machen? Oh nee, ich muss wieder so eine Abtreibung machen, Digga. Oh, warum treibe ich die Bombe ab? Mann, warum muss ich hier in der Robo-Pussy rum abtreiben? Digga, ist das krass. Immerhin sind es diesmal keine Zombies. Ey, wisst ihr doch, wie ich letztes Mal gestruggelt habe? Diesmal habe ich die Abtreibung extrem professionell und steril durchgeführt. Hat er mich gerade ausgeschissen? Das Wissen könnte vom Vorteil sein. Darüber werde ich nicht lachen. Okay, sehr, sehr geil. Wir haben Mr. Sklaves Arsch befriedigt. Was steht als nächstes an? Du hast gerade neue Achievement. Beliebter als Jesus. Du hast halb South Park als Freund hinzugefügt. Oh, tschüss. Guck mal, mit Blur-Effekt. Mit Tiefenschärfe. Tschüss. Kurskoma. Vielen, vielen Dank. Geil, das ist am Stabesding. You have come to witness the power of darkness. Stop! Clyde! You have no idea what that stuff is! Yeah, huh, it's green sauce from Taco Bell. I took it from their construction site. Dude, that's not Taco Bell sauce. Then why'd I find it at the Taco Bell? It leaked out of a UFO, Clyde! It's toxic goo from another galaxy! Think about it! Since when does Taco Bell... Ich glaube, das ist Sour Cream von McDonald's. Sour Cream, unangefochten, bester Dip bei McDonald's. What? Und auch der geilste Dip für Nuts, wie heißt das? Nuggets. No, boah, ich glaube, ich hole mir morgen Nuggets. Ich muss noch mal ein bisschen mehr Monopoly spielen. Yeah, no, I'm saying in the packets. They just started putting green sauce in packets. The fuck? How the fuck did I miss this? Haha! I don't
don't seem so foolish now, do I? That doesn't mean you. Warte, ist das doch nicht der letzte Fight? Spielen wir es doch nicht heute durch? Maybe because of the three varieties of chili peppers. Just give us a stick, asshole. Or what? You'll beat me up? Haha! I've got another surprise for you. Bro, what the fuck? Hat er eine scheiß Leiche ausgegraben, Bruder? Chefkoch! Warum ist der tot, Bro? Was stand da gerade? Okay, das ist der Endgegner, Bro. Das ist der arschgefickte Endgegner. Nazi-Zombie-Chefkoch. Digga, chill deine Eier. What the fuck? Ja, Bruder, ich bin am Arsch. Re-Rap, ich bin am Arsch. Port gesagt. Okay, ich kann nochmal angreifen. Bruder, das ist wie Klavierspielen. Boah, der ist halt Tank. Aber ich habe eine sehr geile Rüstung, Bro. Dem fetten Arschloch haben wir den Schwanz abgeschnitten und ich darf erneut angreifen. Glaubt ihr, wir können den betäuben oder ist der immun dagegen? Boah, der wird uns halt so abfucken, der Atze. Hallo Kinder, sagt er. Oh! Oh! Du pädophiles Arschloch! Oh! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der wollte sich an mir vergehen! Er wollte sich an mir vergehen! Holy shit, Digga! What the fuck? Okay. Das wird der Final Blow, Freunde. Ich werde jetzt mit meinem Kinderarsch in seinen Mund reinfurzen und es wird sich unglaublich anfühlen. Scheiße! Hey, I raised you from the dead. You have to obey. Obey me. Children, everybody, I'm back. Enough of this. Burn them. Bro, was passiert hier gerade? Bruder, er ist einfach stirb langsam, Alter. Holy shit. You know what? I'm not playing. Gänsehaut. You have broken the rules of the stick and for that I banish thee. I banish thee from space. And... We did it, dude. That was awesome. You did it. Your noble quest is at an end. And for all your deeds and all your time put into this, I hereby promote you to King Douchebag. Congratulations. Ja, was soll denn jetzt noch kommen? Das ist doch das perfekte Ende. Oh nein. Nein, Digga, was passiert jetzt noch? Ey, ich hab so geil gekämpft. Muss ich jetzt noch gegen das blöde Arsch? Muss ich jetzt noch gegen Olaf Scholz kämpfen oder was? King Douchebag? King Douchebag? Is that what you told him your name was? Why didn't you tell them your real name, Dovahkiin? You don't remember, do you? How we tried to find you? Look, that stick belongs with the Fighters of Zaron. Give it back. Fighters of Zaron? Boys, what's going on here is much more complex than that. This isn't the first time a UFO has crashed to Earth. You see, in 1947, a UFO crashed in Roswell, New Mexico. Oh, God. Oh, brother, spare us. Hang on a second. A UFO crashed in Roswell, and a new government agency was created to investigate the paranormal. Stell dich mal vor, er würde den Monolog erzählen, aber er hätte die gleiche Behinderung wie Jimmy. Wir würden hier 8 Stunden sitzen. Can we skip this? Like, hit the skip button or something? Oh, you don't want to skip this. Yes, we do. Whenever aliens are spotted, vampires run amok, our agency is there, and we have never lost a fight. That is, until 4 years ago, when we investigated a child. Yawn, yawn, yawn. A child who had an unnatural power inside him. I had orders from the president to secure the child so that we could harness his powers before our enemies could. But he slipped through our hands. The government wants the new kid for his farts? That's dumb. His farts? No. His amazing ability to make friends so quickly on any social network.
Before he was 5 years old, he had 3.2 billion friends on Facebook alone. Okay, tschüss, das ist actually viel. Do you have any idea the power that kind of gift yields in today's world? Ja, das Ding ist, man hatte schon einfach 2013 übertrieben die Macht, wenn man Facebook-Freunde hatte. Das ist das gleiche wie Instagram-Follower heute. Are we so different, you and I, Dovahkiin? You have to do what the government tells you to do, just like me. We're all just pawns in their game. Wie in echt, nur Schachfiguren, die da oben. You have more power than any child I've ever come across, and yet all you seem to really care about is this. It must be very important. What does it do? Bro, das ist ein arschgefickter Stock. Whoever controls the stick controls the universe, dumbass. Yeah, stupid. Controls the... But then... I wouldn't have to do what I was told anymore. I could... Ich kann gleich hier in den Wald gehen und mir einen Stock holen. I control the universe! Get back! Back, I say, all of you! I can do anything! Anything I want! I no longer need you, new kid! I control the universe! Wow, der hat einen extrem schrumpeligen, average großen Penis. Damn thing. Wow, der hat ein riesiges Glied. Show me how it works. Yeah, right. Wenn ich jetzt auf den letzten Metern gebannt bin, bin ich gebrochen. Why should we be on the opposite sides? Join me, Dovahkiin. Rule by my side. Rule. And you can have this all to yourself. Da will man fast neidisch, sagt er. Just get me safely out of here. You can rule with this once again. Vor allem zeigt dieser extrem alte Mann seinen blanken Penis halt in der Gruppe Vorschüler, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Hier passiert extrem viel pädophiler Scheiß. Yes, and that friendship is more important to any of us than even the stick of truth. Bitte zeig ihm nicht deine Bitch-Tits. Princess Kenny! At least one of you has some sense. You'd sell us all out? But why Princess Kenny? Because Princess Kenny was born a half-orc, whose entire village was wiped out. Oder was ist das? Was sind das für Plots? Warum ist Morgan Freeman da am Start? You see, when humans and elves lived together in the Forest of Hollow Falls, an elven queen fell in love with the orc known as Dandar, the first one to possess the Stick of Truth. They loved in secret and had a child. A beautiful little girl, a girl who watched as everyone she loved was killed in cold blood. And that is why she waited and plotted all this time to take the stick from you. For Princess Kinney is true heir to the Stick of Truth. Wow, that's pretty cute. Das Ganze spielt sich halt immer noch in irgendeinem Hinterhof ab, in irgendeiner kleinen Vorstadt auf einer Kinderfestung, die aus Pappmaché und Holz gebaut haben. Einfach morgen Freeman spawnt da. Stern, ich küsse dein Herz, danke für dein Subgift, Großer. Müssen wir jetzt Kenny in den Arsch reinficken? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist der letzte Fight. Wenn die halt einen Shop haben vor dem actually Final Boss, der fickt ja meinen Arsch. Sollen wir rein? Ich habe actually ein bisschen Angst, Digga. Ey, aber wenn ihr schon so schreibt, wird das wahrscheinlich so richtig abgewichster Kampf, Digga. Give us the stick, Princess Kenny. You don't want to go down like this, Brack. Das ist so scheiße, Digga. Das ist mit Abstand der schwerste Kampf im Game. Oh nein. Digga, was ist das für ein Fiebertraum? Ich will den einfach totficken jetzt. Ach du Scheiße, Digga. Okay. Kann ich ihn damit betäuben, Chat? Ich versuch's einfach mal. Scheiß drauf. 1200 Rüstung. Ach, Digga, er ist dagegen immun. Das ist so nervig, der Hurensohn. Okay, arschgeile Nummer. Boah, Alter. Ey, das ist so beschissig, dass ich keine Beschwörung beim Boss benutzen kann. Das nervt mich, Bro. Wieso nicht? Oh, actually, ich donner mir jetzt hier noch so einen schönen Machttrank rein. Und dann mache ich ihn hier. Irgendwie passiert da gar nicht so viel. Er brennt.
Er blutet, er brennt, ihm geht's, also ich glaube, so sein allgemeines Wohlbefinden ist nicht so geil, dementsprechend alles tutti. Weirdo, Wiener, Skank, Ass Priest, fucking son of a bitch, fat pig, whore, hairy bow, fuck, slump, alcoholic. Oh mein Gott. Ja, der ist gut laut, der Atze. Bro, ich hab seine Mutter gefickt. Nein. What's she doing? No, Kenny, don't drink that. This is it, King Douchebag. The final battle. Ey, aber dann ist die Jugendklasse ja eigentlich in dem Game mit der Story überkacke. Mann, der muss aufhören, seinen Sack zu kratzen. Oh, Alter. Okay. Tempotrank, erstmal rein in den hohlen Korb. Bro, warum kämpfe ich jetzt nicht mehr mit Cartman? Warum muss ich mit dem scheiß Stan kämpfen? Das geht mir auf den Sack, Mann. Ja, ich beschneide das Arschloch erstmal. Okay, er blutet, die Rüstung geht weg. Stan beschwört seinen inneren Actionhelden und greift einen Pfeil mit einer Vielzahl Hiebe an. Klicke mit der linken Maustaste, wenn du den Blitz siehst. Boah, tschüss! Hit them with the zombie vomit! Oh mein Gott, Digga. Das macht der Schaden, seine Urgroßmutter. Chill doch mal deine Eier. Gesundheitstrank, man, groß. Das ist ehrlich ein sicker Bossfight. Aber das Gute ist, der brennt, alles tutti. Ich beschneide einfach nochmal seinen verschisse Kinderschwanz. Der verliert einfach Rüstung seinen Urgroßvater dann. Das ist gut. Das ist actually gut. Er brennt, er blutet, der hat keinen Penis mehr, wichtig. Princess Kinney, call upon your beautiful Nazi-Unicorn! Nicht das Nazi-Einhorn. Och, nicht das verfickte Nazi-Einhorn. Shit, stupid fucking Unicorn! Oh, wir haben das Nazi-Einhorn geköpft und der Hund benutzt es als Hundespielzeug. You're messing with a crit now, fool. Oh. The sword hand's got a cramp, I need a minute. Jetzt kommt der final blow. Ey, da kann... Bitte sag mir nicht, da kommt noch mehr. Digga, das ist so dumm. Das ist so dumm. Mann, was soll der Scheiß? Es war kein Sinn. Ich hab den jetzt zum 8. Mal gekillt, Bro. Es reicht. Jimmy singt ein Lied, das Feinde schwächt, aber die Gruppe stärkt. An amazing feat of skill. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she... Oh Gott. Er hat Tourette. Ich helfe ihm. Du schaffst das, Jimmy. Ey, bitte bleib liegen, Bruder. Re-Rap, bitte bleib liegen. Ich habe keine Kraft mehr. Bitte, hör auf, dir am Sack zu kratzen. Ich denke, all the dying is making her tired. Keep killing her. Use your rainbow attack, Princess Guinea. Digga, das ist so kacke. Es reicht. Guck mal, es reicht doch. Es reicht. Tempotrank. Nochmal, zum Glück haben wir viel gekauft. Ich weiß nicht, wie oft er nochmal aufsteht, aber ich glaube, jetzt kann ich den down. Chat, ich finde das so arschgeil, wie er mich motiviert. Mich macht das unglaublich an. She doesn't stay dead. We can't beat her. Two were fucked. There's no way. There is one way. We're gonna have to break the gentleman's code. What? Carmen. You can't possibly mean. What other choice do we have, Cal? Digga, es ist abgefuckt. You remember long ago, I made you swear an oath to never fart on anyone's boss. I am now asking you. Wir müssen Kenny auf seine Zombie-Nazi-Eier blähen. Ich hab versprochen, es nicht zu tun. Nein, spreiz sich die Beine. Now, King Douchebag, fart on Princess Kitty's balls. What about the gentleman's oath? Oh mein Gott, muss ich wirklich auf seine Beine, auf seine Eier furzen? Was passiert jetzt? Wie furze ich denn? Okay, ich habe Kenny auf seine Kinderhoden gefurzt. Ich habe gegen den Ehrenkodex verstoßen. Ich ergebe mich.
are back to normal. Freunde, ich brauche einen O7 in den Chat. Wir haben es geschafft. Wir haben South Park und die Welt gerettet. Wir haben die gottverschissenen Nazis vertrieben. Dragonborn must have farted on a princess's balls. Auch wenn wir dafür einem Minderjährigen auf seine Eier furzen mussten. Es musste sein. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden? Es macht jetzt kein Taco Bell ins South Park auf, oder was? Genau, hast recht. Okay. There's no other way. It drove our friend to madness and nearly killed us all. Freunde, es war schön. Aber alle schönen Dinge gehen irgendwann mal zu Ende. So what do you guys want to play now? How about dinosaur hunters or pharaohs and mummies? Let's ask the douchebag. What do you want to play next, dude? Screw you guys. I'm going home. Wow, what a dick. Digga, ich kann's nicht fassen. Wir haben's geschafft. Wir haben diesen Fiebertraum von wirklich verfassungswidrigem Stück Software durchgespielt.